Hallo, wir sind hier auf der Mainau beim Startup Bytes Food Summit 19 und ich habe hier den Stefan von Rezemo vor der Kamera und der stellt jetzt mal ganz kurz sein Startup vor. Genau, mein Name ist Stefan von Rezemo, ich bin einer der beiden Gründer. Wir haben die erste Kaffeekapsel entwickelt, die komplett aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, mit der Hauptkomponente Holz. Damit natürlich in einem Markt, wo Aluminium, Kunststoff bisher dominierend ist, ein ganz neuer Ansatz, wie man so eine Kaffeekapsel aufbauen kann. Rezemo ist aber viel mehr als nur die nachhaltige Kaffeekapsel. Wir haben auch einen extrem hochwertigen Kaffee, der aus traditioneller Trommel-Langzeitröstung sehr schonend, sehr hochwertig verarbeitet wird. Das Ganze in einer Behindertenwerkstätte bei Café Sito im Allgäu, also auch alles in Baden-Württemberg in der Wertschöpfung. Und somit ist Rezemo eben, ja, nachhaltig. Die Kaffeekapsel ist nachhaltig, aber es ist eben auch ein Kaffeegenuss und eine Social Impact, der einfach auch dazugehört. Und das Ganze findet in Baden-Württemberg statt. Wunderbar. Wie kam der auf die Idee und wie habt ihr dann gegründet? Genau, ich denke, die Idee, da, das geht sehr vielen so, die so eine Maschine mal gekauft haben, die sind ja relativ günstig in der Anschaffung. Als Studenten war das dann natürlich, ich sag mal, der Anschaffungspreis ausschlaggebend. Da haben wir uns so eine Maschine gekauft, relativ schnell gesehen, wie viel Kapseln wir eigentlich konsumieren in der Woche, weil es ja jetzt schon ganz gut schmeckt in der Regel, was da anfällt und einfach die Art des Mülls, die anfällt, eben Aluminium, Kunststoff in der Regel, dass das eigentlich viel zu wertvolle Rohstoffe sind für so ein Einwegprodukt. Und wo seht ihr euch in 5 Jahren? Was plant ihr noch so für die Zukunft? Genau, also unser Ziel ist natürlich, dass wir relativ schnell, wenn jemand auf der Straße angesprochen wird, kennt ihr eigentlich nachhaltige Kaffeekapseln, gibt es da was? Dass jeder natürlich sagt, ja klar, Rezemo, die Kaffeekapsel aus Holz, das wollen wir prägen, da wollen wir groß werden, wollen gegebenenfalls natürlich diese Idee von solchen nachhaltigen Ansätzen auch in andere Produktbereiche, in diesem Verpackungsbereich prägen und einfach auch weiterentwickeln, um den Menschen zu zeigen, man kann auch nachhaltige Verpackungen machen in allen Bereichen. Hört sich doch alles gut an. Wie seid ihr auf Krautfoods gekommen? Es war ein Zufall. Also wir haben einen ganz großen Fokus mit Rezemo im Geschäftskundenbereich und so ein bisschen auch mit der Insel Mainau mal angeteasert, könnte das fast nicht sein, dass der Alex von Krautfood, der da mit dabei ist. Und so kamen wir auf das Event, haben gesagt, klar, sind wir gerne dabei. Wir kommen ja ursprünglich aus Singen hier direkt in der Region im Landkreis Konstanz und haben gesagt, da müssen wir dabei sein. Das finde ich super. Wie findet ihr die Veranstaltung hier? Wie gefällt es euch? Super, also ist wirklich ein schönes Forum, es ist nicht zu voll, es ist nicht überdimensioniert, also gerade für so eine erste Veranstaltung wirklich sehr gut, tolle Startups dabei, auch die Idee einfach mal Food-Startups zu vernetzen, nicht zu sagen, man nimmt alle Startups, die es in einem ganzen Bereich gibt, sondern man legt wirklich mal einen Schwerpunkt auf sowas dann, gerade hier in der Dachregion sage ich jetzt auch mal, wo ja wirklich viele Food-Startups sitzen, das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, sich da zu präsentieren, neue Kontakte zu knüpfen, Kaffee zu verkosten, all diese Sachen. Super, vielen Dank, Stefan. Dann wünsche ich dir heute noch viel Erfolg und viel Spaß und danke fürs Gespräch. Danke auch. Tschüss.